Gegenwärtig geht durch Deutschland eine Abmahnwelle, die Hunderte, Tausende von Website-Inhabern, insbesondere Selbstständige, betrifft. Die Grundlage hierfür ist die Verwendung von Google-Fonds und es gibt eine ganze Reihe von Anwälten, die sich darauf spezialisiert haben, diese Seiten zu entdecken und Abmahnschreiben zu verschicken. Ganz am Ende dieses Videos werde ich dir auch zeigen, wie eine Mustervorlage aussehen kann, wo du die bekommst und wie du am besten vorgehen kannst, immer in Absprache mit deinem Anwalt. Wie kürzlich vom Focus veröffentlicht wurde unter dem Bereich Datenschutz, versuchen Anwälte wie zum Beispiel Herr Lennart aus Berlin mit dieser Abmahnwelle Menschen dazu veranlassen, Gebühren zu bezahlen. Herr Daniel Loschelder hier aus diesem Fokusbeitrag hält diese Vorgehensweise für einen Betrugsversuch und empfiehlt, diese Gelder nicht zu bezahlen. Worum geht es dort grundsätzlich? Wenn ein Besucher auf seine Webseite geht, dann werden dort Schriften verwendet, Fonds verwendet. Und diese Fonds sind in der Regel nicht immer auf der Webseite stationär eingebunden, sondern können Zugriff gewähren auf eine Datenbank, die dann nicht in Deutschland liegt, sondern bei Google, zum Beispiel in den USA. Das Ergebnis ist dann, dass die IP-Adresse von deinem User, also der deine Webseite besucht hat, auch dann zu Google weitergegeben wird. Und das ist zurzeit in einem Urteil Anfang des Jahres getroffen in München ein Datenschutzverstoß. Und die Anwälte nehmen dann Kontakt mit dir auf unter einem Herr Wang Yu oder Martin Ismaili aus Hannover. Und diese beiden Personen waren auf Zehntausenden von Webseiten unterwegs und haben dann festgestellt, dass ihre IP-Adresse weitergegeben worden ist. Das ist die Grundlage für diese Abmahnwelle. Und ganz zum Schluss steht da noch ein dreistelliger Betrag in der Regel, der zu bezahlen ist, damit die ganze Sache eingestellt wird. Was du jetzt sofort tun kannst, ist deiner Webseite einen Test unterziehen. Und hierzu werden wir unterhalb des Videos auch einen Link einbauen von einem öffentlich zugänglichen Tester. Der zweite Schritt ist, dass du dann deine Website, wenn erforderlich, umbaust, sodass die Google-Fonds nicht mehr abgerufen werden aus den USA und dein User darin weitergeleitet wird, sondern dass er stationär auf deiner Webseite bleibt. Das dritte ist, was du dann machen kannst, ist, dass du eine Mustervorlage, anwaltlich geprüfte Mustervorlage nutzt. Da findest du einiges im Internet, aber auch gerne hier unter dem Video findest du ein anwaltlich geprüftes Musterschreiben, wo du dann deine Stellungnahme dort abgibst. Allerdings nehmen wir dafür keine Gewähr, sondern du kannst das ganz einfach nutzen, anpassen, vielleicht von deinem Anwalt prüfen lassen und dann absenden. Wie du also siehst, macht es Sinn, sich zum Thema Datenschutz immer aktuell zu halten. Vielleicht macht es Sinn, dass du mit einem Datenschutzbeauftragten oder Datenschutzunternehmen dich zusammentust und einfach deine Seiten regelmäßig überprüfen lässt. Oder du lässt dir gute Checklisten geben und machst das regelmäßig selbst. Wenn du weitere Unterstützung brauchst, entweder bei den anwaltlichen Themen, können wir dich gerne mit unseren Rechtsanwälten in Verbindung bringen. Du kannst aber auch gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch, wenn dich andere unternehmerische Inhalte interessieren, sei es Finanzierung, sei es Businessplan, Marketing, Verbesserung deiner Absatzplanung. All diese Themen sind von unseren Beratern abbildbar. Wir arbeiten bundesweit, haben auch hierfür Zertifizierung, dass zwischen 50% bis 100% unserer Beratungskosten auch bezuschusst werden können. Zusammengefasst also, lass dir keine Kopfschmerzen unnötig bereiten, sondern achte einfach darauf, dass du solche Menschen wie den Daniel Loschelder kennst, der hier im Fokusartikel benannt worden ist, also Anwälte, Datenschutzbeauftragte, die dich dabei begleiten können, deinen Webauftritt auch stets rechtssicher und rechtskonform zu halten. Gerne kannst du jetzt das Video liken, unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Und wie gesagt, stehen wir dir bundesweit jederzeit zur Verfügung und gehen immer in Vorleistung mit einem kostenfreien Erstgespräch. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.